Wir wollen Sie dabei unterstützen, sich auf Ihre MPU erfolgreich vorzubereiten, damit Sie Ihren Führerschein schon bald zurückbekommen. Mein Name ist Gunnar Heuer und ich bin Diplompsychologe und ehemaliger Gutachter beim TÜV Hessen. Als Gutachter habe ich federführend viele hundert Gutachten durchgeführt und ich weiß, worauf es bei der MPU ankommt und wie Sie sich optimal auf Ihre MPU vorbereiten sollten. Mein Team und ich werden Sie optimal auf Ihre MPU einstellen, sodass Sie schon bald wieder mobil sind und auf der linken Seite einsteigen dürfen. Der MPU-Akademie-Online-Kurs und unsere Beratung haben schon Dutzenden Menschen geholfen, die MPU zu bestehen. Wir haben die notwendigen Informationen übersichtlich und klar verständlich zusammengepackt. Mit Videos, Tests und Aufgaben. Sie können sich bequem von zu Hause mit Ihrem Computer, Handy oder Tablet vorbereiten. Unser Kurs ist interaktiv und wird Ihnen wirkungsvoll helfen, die Informationen zu verstehen. Besser als jeder herkömmliche Kurs. Wir empfehlen Ihnen auch eine persönliche Beratung mit einem unserer Experten. Dieser wird Ihnen Tipps und Ratschläge geben, um die MPU zu bestehen, ganz auf Ihre persönliche Situation abgestimmt. Melden Sie sich für ein kostenloses Erstgespräch an. Dieser Gratis-Service hilft uns, Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu geben, um die MPU zu bestehen. Ich empfehle Ihnen, sich schon jetzt für ein kostenloses Erstgespräch anzumelden. Zusammen mit E-Learning-Experten und Psychologen haben wir diesen Kurs zusammengestellt. Damit bereiten Sie sich auf die Untersuchung vor und verbessern Ihr Fahrverhalten, ganz bequem und praktisch. Gemeinsam mit Ihnen werden wir Fragen klären wie: Was sollten Sie vor dem Labortest vermeiden? Wie viel dürfen Sie überhaupt noch trinken? Wie bereiten Sie sich auf die drei Teile der MPU vor? Was möchte der Gutachter hören? Wie können Sie Ihre Glaubhaftigkeit sicherstellen? Wie arbeiten Sie Ihr individuelles Trinkverhalten heraus? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und darauf, dass Sie Ihren Führerschein zurückbekommen.